Weil wir haben jetzt was anderes, was bauen, als statt zu bauen, dafür haben wir gesagt, wir sind in Höhlen. Ja, können wir gerne machen. Also wie gesagt, die Kettensäge wird vielleicht auch ein bisschen schneller gehen und ein bisschen weniger Kraft brauchen für die. Guck mal eben auf die Karte, wo die, ja, die Kettensäge ist. Warte mal. Aber für die brauchen wir doch ständig Benzin, ne? Warte mal bitte gerade kurz, der Schaden ist vielleicht, ich glaube, der Schaden ist sogar an. Weil ich krieg Schaden. Zeig ich aus, okay. Aber warum wundere ich mich, dass ich Schaden bekomme für irgendwas? Kettensäge. Kriegst du Schaden dadurch? Ja. Wunder mich gerade. Dann vorsichtig bitte. Dass wir nicht uns irgendwie. Vielleicht ist es mal gepatcht worden. Ja. Dass sie nicht irgendwie nur die ganze Zeit so eine Scheiße. Ich weiß es halt nicht. Wie gesagt, kam ein Update in den letzten Tagen? Eigentlich nicht, ne? Habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass ein zweiter Teil rauskommt? Ja. Moment. Ja, hab ich mitbekommen. Ich wollte euch da mal ein Geheimnis erzählen. Warum werde ich so komisch angeguckt? Ja, dann lass uns mal aufgehen. Genau, lass uns mal alle draufgehen. Was? Ja, sofort. Ich muss jetzt einen Baumstamm hier. So, wo seid ihr denn alle da? Oh, Schatz! Müssen... Geht's noch? Warte mal. Kommt gut in der Aufnahme. Schatz, geht's noch? So, jetzt. Ja, wo wollt ihr denn jetzt hin? Zu welcher Höhle? Kettensäge. Ja, ich weiß, wo so, in welcher Höhle sie ist. Dann auf. Wir ketten die Säge. Ich hab ja mal die Karte rausgeholt. Mhm. Kennt ihr doch noch die Stelle, wo das Cockpit am Anfang gelegen hat? Nein, nicht mehr was für mich. Oh, da ist wieder was Großes und da müssen wir hin. Vielleicht sollten wir es umlaufen. Bewirken eigentlich die Totems bei den anderen was, bei den Gegnern? Also hat das irgendwie so eine Wirkung? Die sollen angeblich abschrecken. Aber wahrscheinlich nicht die Mutierten, wahrscheinlich nur die normalen Kannibalen, oder? Hm. Oh, das klang gerade wie Frauen beim Nacktbaden. Als Feministin hier. Gibt doch diese weiblichen Nacktdemonstrantinnen oder so. Sind das nicht Feministinnen? Oder heißt das nicht so? Ja, diese Russinnen meinst du ja. Ja, es sind auch Deutsche, die das gerne machen. Die platzen überall rein und dann haben die irgendwie so eine Botschaft oder sowas auf dem Körper stehen. Das Katana aus, ne? Ja, sollte man machen, auf jeden Fall. Ich habe meins. Weil du bist einfach schneller damit. Ja, nur die ganze Zeit rennen verbraucht auch viel Energie. Mhm.
Meine Freundin spricht ja mit den Katzen. Ich dachte mit dir. Manchmal auch, ja. Manchmal das Gleiche. Ja. Manchmal muss ich auch mit den dreien das Futter teilen, also. Mach mir doch eine Dose auf. Ich mach mir eine Dose auf. Hier kommt was Kleines angelaufen. Ach, ihr seid da hinten. Ja. Da sind aber noch einer, ne? Das ist zwei von dir. Musst du da dann auch auf allen vieren deine Freunde um Futter anbetteln? Nee, das nicht. Ich krieg's wieder voll ab hier gerade, ja. Das war's, glaube ich, ne? Dieser Stein hat ein Gesicht. Oh Gott. Ist euch mal aufgefallen, dass die Steine alle gleich aussehen? Wahrscheinlich, ja. Also nee, ich habe nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn du so. Ja, stimmt, wenn du das gerade sagst. Ja, haben sie wahrscheinlich eine Datei einfach wieder im Stein. Copy-paste. Ja, und dann einfach immer verkehrt ein bisschen gedreht, neu gesetzt oder so. Ja, das war doch eigentlich mal so ein Selfmade-Projekt, was dann einfach nur größer geworden ist, ne? Na gut, es macht ja auch Laune, wenn ich ehrlich bin, so meistens zumindest. Und wir sind ja auch schon jetzt. Aber ich glaube, wir müssen zuerst die Kletteraxt holen, ne? Kann das sein? Dass wir dann nachher wieder da rauskommen? Da sagst du was. Ich weiß es nicht. Du bist gerade so ein bisschen vorgelaufen schon. Ich stehe immer noch hier hinten. Ach so, Entschuldigung. Ich habe gar nicht geguckt. Vielleicht sollten wir erst die Kletteraxt holen und dann danach die eine Hülle weiter für die Kettensäge. Können wir machen. Also wir sind jetzt bei Folge 53, wenn ich richtig im Kopf habe. Wir haben ja ausgemacht, mit Folge 100 quasi das Spiel abzuschließen und dann quasi, wenn alles gut läuft, eine zweite Staffel zu beginnen. Nur, dass auch du Bescheid weißt, Markus, ne? Also wir sind jetzt, wie gesagt, mit Folge 53 dabei, glaube ich. Oder 54 oder so. Ich muss nachgucken, wie viel ich hochgeladen habe. Dann kann ich es ja sagen, wir sind jetzt in der 8. Folge und ich habe... So, vorsichtig, sag ich nur hier. Ja, Folge 50, ja, sind wir bei 53 jetzt. Ja. Dass wir zumindest mal einen Durchlauf haben, das würde ich so. Und dann kann man. Oh, bitte nicht singen. Ich will Zuschauer haben und keine Abschreckung. Oh, was haben wir hier? Das war ein Koffer. Hier sind auch noch moderne Pfeile irgendwo drin. Das Dynamitzeug, ja. Ja. Nicht nur das. Dynamit und Pfeile vor allem. Ach, ich liebe das, dass du hier niemandem was wegnehmen kannst, weil für jeden was drin ist in den Dingern. Das ist gut, ja. So, weg mit dem scheiß Koffer. Ja. So. Greta freut sich, Plastikmüll in der Umwelt. Jawohl. Hä? Wir müssen ja gleich irgendwo Zelte kommen und da ist der Höhleneingang für die Kletteraxt. Okay. Ich find's immer noch erstaunlich, was alles in den Rucksack da reinpasst. Wenn man das so anguckt, das Inventar. Ja, das ist wie bei Harry Potter, dieser Rucksack, der einfach so magischen Dehnzauber. So klein. Ja. Seid ihr da? Ja, yes. Wir sind direkt hinter dir. Oh, ein unkaputtbares Zelt. Also ich weiß, hier kommt gleich eine Stelle, da muss man sich so ein bisschen runterglitschen, damit man nicht verletzt wird. Genau, okay. Danke. Ich kam nicht auf das Wort. Alter. Ach, okay. Schon wieder hinter über mir, okay. Ja, geil, ne? Schnupper. Heute gab's Bohnen. Ich weiß jetzt auch nicht, was hier an Feinden kommt. Hier liegt ein Seil. Genau, hier ist nämlich die Stelle, wo man irgendwie... Für das Baby? ...gucken muss, dass man hier... Die, zieht die rum, das sind Herzen, ne? Von der Seite so langsam runter. Hat geklappt. Ja, bitte was? Von rechts langsam runter. Oh. Aber ein bisschen verletzen tut man sich trotzdem dabei. Also von ganz rechts oder was, wo ich jetzt stehe? Links, Entschuldigung. Links.
also von mir aus jetzt rechts von oben links. Also hier so quasi, weil ich hier stehe, ja, jetzt. Weiter links. Aber weiter du musst versuchen, mal an der Wand dran zu bleiben, genau. Ja, alles gut, hat geklappt. Bin runter. Ich kenne mich normalerweise, sterbe ich bei solchen Dingen immer. Ich hasse es. Ich glaube, hier kommen auch gleich ein paar Gegner. Oh. Ich lasse euch dann vor. Da waren, glaube ich, nicht viele. 2 oder 3, glaube ich. Wir müssen da jetzt gleich. Wir müssen hier jetzt gleich irgendwo kommen. Wo seid ihr denn hier lang? Jetzt, ach, da. Ich habe nämlich noch ein paar Schädel mitnehmen wollen. Da vorne kommen, da vorne ist schon einer. Ja, sehe gerade, da schleicht schon was rum. Ich warte, bis alle da sind. Oh, da kommt er schon an. Ja. Ich bin hier. Da kommt der nächste. Achtung, da ist der nächste. Oh, Alter! Oh! Boah, hat mich das jetzt erschrocken. Der brüllte mich einfach mal von hinten an, ey. Ja, ist so, ne? Entschuldigung, ich wollte die keinen massakrieren. Mein Gott, warum geht denn der nicht? Lass ihn nicht stehen. Wieso blinkt der so? Das ist das Wasserreflexion hier. Mach ich nicht dann will. So, den erzählt er sich. Hätte er sich ja, das war's, ne? Ja. Ich muss mal ein bisschen essen. Ja, und hier muss man nämlich jetzt, da sind unten sind auch welche. Da weiß ich auch, dass da sind ein paar Babys. Okay. Ah, und an solchen Wänden hier links kann man dann die Kletteraxt verwenden, ja? Genau. Die hängt da unten, wo es so ausgeleuchtet ist. Da sieht man so einen Molotow-Cocktail da unten. Oh. Ja, ich bin halt ein bisschen runtergeglitscht. Runtergefallen. Den ersten schon erwischt. Ja, die Babys sind da noch hier. Da kann man nämlich jetzt den gleichen Weg wieder zurückgehen und dann über den nächsten Höhleneingang kommt man da nämlich zur Kettenwege. Was ist das hier, was hier liegt? Man kann auch von hier irgendwie weiter, aber von hier kenne ich den Weg nicht. Kommt ihr? Ja. Wie geht ihr da hoch? Und wie? Ja. Wie? Den gleichen Weg zurück. Na, an die Wand rangehen, X drücken, dann macht er die Axt. Achso, du musst die Axt ausrüsten. Okay. Ja. Ja, und dann im Prinzip den Seilen folgen. Ja, bin dran. Aber irgendwie komme ich hier links nicht raus. Wir waren doch hier links. Ja, jetzt musst du runter. Achso, okay. Ah, okay. Ah. Kevin ist zu hoch. Wieder so, okay? Jetzt nach links, ein bisschen. Und jetzt kannst du runter, ja. Ja, bin da. Supi. Dann gehen wir uns die Kettensäge holen. Stimmt, die Nervensäge hast du ja schon, ich bin's. Gut, dass du sich schon mal zu erkennen gibst. Tue ich das nicht schon die ganze Zeit in deinen Folgen, wo ich dabei bin? Keine Ahnung, kann sein.
Ist schon so zur Gewohnheit geworden. Ach, jetzt müssen wir wieder die Kette abzuwenden hier. Mhm. Ist das jetzt die Stelle, wo wir uns vorhin runtergeglitscht haben? Ja. Ich frage mich, wie viele Leute die Axt nicht geholt haben, weil sie nicht wussten, dass sie ja einfach sich so runterfallen lassen müssen, sondern sind da oben stehen geblieben. Ja, nur die Axt, die brauchst du ja definitiv, um das, um zu dem Boss zu kommen, glaube ich, ne? Ja. Ah, ihr habt die Story schon durchgespielt, oder was? Nee, also selber nicht gespielt, aber halt gesehen, ne? Mehrfach im Gameplay oder so. Okay. Und da habe ich mir dann irgendwann mal so, ob da auf einer Karte notiert, wo was ist. Scheiße. Du sollst wieder runter? Ja, ist doof. Warte mal, wo muss ich denn da hoch? Ah, da hinten hoch. Wir könnten nicht navigieren. Hm. Ja, ich sehe leider nicht viel, das ist, wenn ich hier hoch bin. Muss ich vielleicht noch ein Stückchen hoch? Oh, guck mal, da kommt ein alter Mann. Und jetzt nach rechts. Okay. Da. Ah, da war das Stückchen. Jetzt kannst du runter. Auch geil, die liegen einfach mal in der Reihen rum. Mhm. Okay. Ja, Gehirn, ne? Niere. Ja, Wegproviant wahrscheinlich. So, dann klettern wir mal wieder hier hoch, oder? Ja. Ich hab deinen Arsch im Gesicht. Na geil. Ich weiß, andersrum wäre besser. Oh Gott. Na, ich möchte meinen Arsch nicht im Gesicht haben. Das... Nicht? Nee. Das will keiner. Das ist nicht schön. Leuchtfackeln, ich glaube, das ist Dynamit. So, jetzt sind hier hinten, da müsste jetzt irgendwo die zweite Eingang sein. Okay.